Ground Control. Boah. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Kaplintwort. Heute geht es weiter mit dem Projekt Ford Ranger. Und Ford Ranger. Ganz viele Teile. Auch hier, schau mal. Sehr schön lackiert. Kann man sehen auf dem Video. Ja. Bisschen schwer, weil es schwarz ist, aber so ist echt. In echt wie ein Spiegel. Ja, genau. Kann man das Auto sich hier vor Ort anschauen. Spoiler. Bevor wir das hier zeigen, machen wir es sauber. Jetzt kommen wir es zeigen, Kollege. Ja. Mit Licht. Ja. Guck mal, zeig euch was. Ganz kurz und knapp. Passt genau, ich gehe dann. Man geht hier, legt dran. Guck mal, so passt nicht, so passt nicht. Einfach so, klack, fest. Hier, Tico Taco. So, da sind immer so 2 mm Luft. Ja, weil die Klappe öffnet sich ja, deswegen man lässt immer so 2 mm Luft. Platz zum Atmen oder zum Arbeiten. Ja. Weil die Heckklappen sind ja auch manchmal nach links, manchmal nach rechts. Deswegen machen wir das so. Aber es ist cool aus. Sehr cool aus. Das Einzige, was mich bei dem ganzen Auto stört, ist das in Silber. Ich finde es nicht schön. Also, nicht schön. Nicht schön. So, wir fangen an, wie auch bei dem Navara-Projekt. Machen wir erstmal die Kleberkante fertig. Vielleicht kannst du, Olli, auf dem Sauerländer die Kamera hinlegen und mir helfen. Die Montage am besten immer zu zweit. Ich packe manche Sachen bei den Autos nicht an. Das ist Motorgetriebe etc. Also die Technik, ja, und Elektronik mache ich nicht am Auto, weil ich das nicht kann. Deswegen lasse ich das machen. Das würde ich euch auch empfehlen. Sollen wir loslegen? Auch hier, guck mal, zum Beispiel hier. Ja, das sind so für PDC. Schaut mal, wie das schön ausgeschnitten ist. Kannst du ein bisschen näher kommen? Ja, guck mal, hier ist eine Ecke und hier ist eine Ecke. Das ist auch original, nicht gegenüber, sondern so leicht versetzt. Die ganzen Löcher, die ganzen Ecken, also wenn Ecke, dann Ecke und nicht runde Ecken etc. Also wir achten schon sehr darauf, ja. Und ich vor allem versuche meine Mitarbeiter so zu schulen oder zu erziehen, dass die quasi rundes Loch ist ein rundes Loch, ja. Es ist nicht überall gleich so, ja. Das ist zum Beispiel wie Erstausrüster, Halterpunkte, also im Prinzip 1:1 100%ig alle Befestigungspunkte, ja, auch für PDCs und hier unten natürlich auch. Ja. Ja. Also die Montage ist eigentlich, müssen wir sehen. Abnehmen und drannehmen, ne? Ach, anbauen und abbauen und dranbauen wieder, ne? Ja, aber auch da, man muss so ein bisschen Erfahrung haben mit Schrauben, ja, ja. Weil man muss die ganzen PDCs und so weiter hier reinklicken etc. Nicht jeder kann das. Guck mal her. Das sieht man auch zum Beispiel, dass sie hier zum Beispiel Richtung 7 Uhr und 17 Uhr zeigen. Deswegen sind die Halter auch so. Also das kann nur in eine Richtung passen. Machen wir es von hinten rein und dann ist das fest. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich würde niemandem empfehlen, der das noch nie gemacht hat, selber zu machen. Das ist nicht schwer, nur man muss wissen, wie. Ja. Das ist nicht schwer, wenn man das kann. Sag ich. Ja. Ja. Und da würde ich den Profis die ganze Geschichte überlassen. Was sehr wichtig ist, sehr, sehr, sehr wichtig bei der Montage, ob man von innen das Gitter klebt oder PDCs oder was auch immer. Ja, im Prinzip alle Teile, die wir produzieren oder die auch andere Tuner produzieren, die sind so ein bisschen fettig. Man muss die mit Spiritus oder mit Glasreiniger oder mit was auch immer erst entfetten und reinigen, erst dann kleben, weil das dann haftet der Kleber auch. Ja? Weil viele beschweren sich, oh, der haftet nicht etc. und so weiter. Aber kein Wunder, wenn das natürlich auf fettigen Teilen haftet auf, auch kein Aufkleber. So sieht es aus. Ich mache ihn sauber. Vielleicht etwas mehr als ich selber brauche. Ja, mal ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig.
So. So, kommt der Olli schon? Mhm. Wie gesagt, ich gehe da. Okay. So, leg mal oben drauf. Er hat nur eine Passform. Ja, so ist gut. Das ist perfekt. Ja. Dann halt das gut fest. Halt das gut fest. Ich hol mal Kleber. Der Spoiler, der hat schon quasi durch den Kleber, den wir da aufgetragen haben, klebt er schon fast. Also der ist wirklich sehr, sehr zäh, der Kleber. Deswegen, wenn man schon drauf macht, ist er schon mehr oder weniger fest. Jetzt müssen wir die Heckverbreiter montieren. Auch hier, ne, kann man das vielleicht sehen, oh, ein bisschen aufwendig. Hier sind die Schraubpunkte, die original. Auch hier, warte, ein bisschen großes Teil. Ja, kann man die sehen, ich hoffe es. Und deswegen müssen wir die erstmal demontieren. Dazu nehmen wir so einen kleinen Schaumdreher. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Video gut sehen kann, weil die Kamera jetzt alleine quasi filmt, weil der Olli macht die Klebekante fertig, damit es schneller geht. Und ich habe so einen Mini-Schaumdreher, weil wir haben schon die dicken Felgen von Lasanti montiert. Und da kommt man schlecht dran, ja, mit einem normalen Schaumdreher. Deswegen haben wir nur klein. Ja? So, also quasi die Plastikteile müssen komplett ab. Auch vorne. So, auch vorne demontiert. Der Schaumdreher, so ein Mini-Ding. Guck mal, ist wie eine Knarre. Der funktioniert wie eine Knarre. Kann man nach links und rechts drehen. Ganz cooles Ding von Sauländer. So, ich lege den Schaum hier hin. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt nur die eine Heckverbreitung geklebt und den Heckklappen-Spoiler. Mehr haben wir nicht geschafft, weil wir mittlerweile 16.30 Uhr haben. Und der Olli muss nach Hause. Möchte ein Disco trinken. Klar. Ja. Russische Pilimini. Die Mama wartet auf ihn. Kalt mag ich sie nicht. Was? Kalt mag ich sie nicht. Ja, ja, die muss schön warm sein. Auf jeden Fall kannst du morgen welche mitbringen. Ich mache mir die warm. Klar. Drehen wir morgen weiter? Warte wieder. Ich esse sie auch kalt. Jeder will Pilimini essen. Ja, auf jeden Fall morgen machen wir weiter, ja? Mhm. Okay, bis morgen. Morgen, der Ventilator läuft hier, weil es so heiß ist, das ist unglaublich. Wir haben heute hier, glaube ich, 34 Grad und es ist warm. So, das ist fest, haben wir schon befestigt, Schrauben reingetan, die originalen Befestigungspunkte. Und hier, die Kante, sieht sehr gut aus. Ja, guck mal hier, ja. Überall perfekt, wirklich sehr, sehr schön. Ne? Mhm. Ist echt gut. Ist echt gut. Na klar, hab ich doch eingebaut. Normalerweise mache ich das nicht bei uns hier den Einbau, aber die ersten Videos bei den ich sag mal, Autos, wo wir die Prototypen gebaut haben und etc. Blablabla, das mache ich selber. Auch hier der PDC-Halter wird so eingebaut. So. Man muss sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und dann wird er hier so quasi reingeklickt. Ja. Das ist ein richtig cooles System von Ford. Finde ich richtig cool. Ja. Dass man quasi hinten nichts hat, ja, hinten ist leer, kein PDC-Körbchen, sondern einfach so, klack, klack, fest. Ja, richtig cool. Ne? Jetzt hier natürlich die Aussparungen, die wir haben, ne? Mal her, so. Check, check, check. Das passt nur in eine Richtung, ja? Das kann man nicht falsch machen. Jetzt kann ich das von hinten fixieren. So, fest. Ne, wie original. Jetzt nur von hinten reinklicken, fertig. Jetzt montieren wir die kleinen, ja, sozusagen Heckschuhstange, kleinen Heckschuhstangen-Ecken. Ja. Dazu habe ich so eine ABS-Platte vorbereitet und ein Gitter. Ja. Jetzt kommt das, wie so, 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 noch so. Jetzt kommt das so hin. Das wird so aussehen. Einmal das Licht halten. Was? Einmal nach oben das Licht halten. So. Ja. Ja. Wir montieren das nicht vor, weil es gibt verschiedene Gitterarten und wir können so Kunststoff, aber erst Kunststoffgitter einbauen oder auch ich sag mal, dieses typische Alu-Gitter, was da am Boden liegt. Genau, ist ganz dünn und so weiter. Wir machen eine ABS-Platte drauf. Warum? Komm mal, ich sag dir was. Das ist nicht gibt, das ist der Lacklichter drauf. Weil
Weil? Weil normalerweise würden wir nur ein Gitter machen ohne Ablassplatte, aber das sieht nicht schön aus. Und wenn wir das natürlich öffnen, hier mal eine Öffnung machen, sieht das nicht schön aus. Mhm. Und sieht das, man alles durch, ne? Ja, du siehst Klamotten durch. Hier ist bei dem Ford, muss ich mal sagen, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja? Dass alles schwarz ist und nichts verrostet etc. Ja? Weil es gibt, da gab es, die haben das nicht so schön. Ja. Der Olli hat schon die Seite vorbereitet, hat schon fertig, während ich im Termin war. Bei mir ist das immer so, die Videos, ich springe quasi zwischen Termin, E-Mails, Telefonate und Einbau und Videos. Ja? Also ich mache sehr, sehr, sehr viel Action immer hier. Deswegen kann ich, manchmal mache ich nur eine Seite und die andere Seite machen die Jungs fertig. Nicht im Video oder habt ihr das aufgenommen? Nein. Nein. Bist du? Haben die es nicht aufgenommen? Ja. Schade. Auf jeden Fall. Aber ihr braucht dann nur die eine Seite, dann ist fertig. So ist es auch. Spoiler ist auch schon fest. Oh. Ich wollte mal sagen, der bewegt sich aber sehr viel. Ja, der ist richtig fest. Da kann nichts mehr passieren. Können wir 400 fahren. Reichweite. Mit den Reifen? Ja, mit den Reifen bestimmt. Bestimmt, glaube ich, bei 160, wenn wir schon hier Rambazamba machen. Der Don hat natürlich übertrieben mit dem, Felgen. Felgen halb so schlimm, Reifen. Ich wollte so eigentlich dicke Stollen haben. Die sind etwas, ein Ticken zu groß. Ticken, ja. Weil auf der Hinterachse nicht, aber auf der Vorderachse, kann man euch nachher zeigen, vielleicht mussten wir etwas rausschneiden. Ja, sonst würde das nicht passen. Jetzt ist mal schlecht. Quasi von dem Innenradkasten. Ja, kannst du gucken? Doch, quasi. Da so ein Stückchen. Ja. Hier war normalerweise so ein. Das ging ja weiter. Ja, musste aber weg, weil. Nur das Schleifen. Da wird noch hier befestigt. Ja. Andere Seite auch, oder? Ja. Und hier auf der anderen Seite mussten wir hier so ein Viereck rausschneiden, sonst hat es geschliffen. Deswegen bei so Hardcore. Stollen wie hier muss man Karosseriearbeiten an der Vorderachse vornehmen. Ja? Wie gesagt, also an dem Plastik. Es gibt auch Autos, die zum Beispiel geleast sind. Ja? Die darf man normalerweise nicht umbauen. Ja? Normalerweise. Aber wenn man hier Steinschutzfolie montiert, entweder so bis hier, bis Klebekante, ja? Entweder bis hier, wo die Klebekante ist, oder ich sag mal, kompletten Kotflügel, sieht man nicht. Und dann die Verbreiterung drauf montiert, kann man natürlich die irgendwann nach 4 Jahren oder was Leasing läuft, einfach abziehen mit der Folie. Im schlimmsten Fall, beim Zurückrüsten, muss man die Innenradkästen vorne kaufen. Die sind aber nicht teuer. Deswegen. Hinten muss man unbedingt Steinschlagschutzfolie nehmen oder kaum eine normale? Egal. Also, Hauptsache eine Folie. Ja, Hauptsache, das ist nicht auf dem Lack, weil das Problem ist, da muss es nachlackieren. Das ist viel teurer, ich sag mal, vier so große Seitenteile zu lackieren, als ich sag mal, ein Stückchen Folie. Ja, wenn man also natürlich sagt, okay, weißt du was, ich foliere das ganze Auto, ist sowieso schon geschützt und dann quasi die Verbreiterung hier drauf klebt, geht auch. Mhm. Ja, nur wenn man sagt, wie bei Navara, nur wenn man sagt, okay, weißt du was, ich foliere mir das Auto in Grün, ja, und nach einem Jahr sagt man, okay, ich möchte das im Orange, dann ist das natürlich wiederum doppelte Arbeit. Weil man klebt jetzt die Teile, muss die runternehmen mit der Folie, man muss nochmal kleben. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Pickups sich ziemlich gut verkauft haben. Also wie der X-Klasse, gut verkauft, Nissan Navara und jetzt der Ford. Ranger. Aber wo ich noch Lust drauf hätte, ist der Amarok. Ich finde cool. Raptor. Raptor haben wir hier, das ist der eigene Raptor. Das sieht fett aus, ja. Also wir sind auf dem Parkplatz hier gefahren. Sieht natürlich richtig, richtig geil aus, ja. Das kann man vielleicht am Video nicht so sehr gut sehen, aber wenn das Auto fährt und solche dicken Räder drauf hat, sieht schon geil aus. Ja. Die Seite haben wir schon montiert. Sieht natürlich auch gut aus, aber nicht so gut aus. Also ich persönlich, also ist die Heckscheibe weg. Ich persönlich finde das cooler, wenn die Reifen abstehen. Ja. Das darf man in Deutschland nicht. Macht jemand der große Teil oder kleine Teil zuerst? Kleine wieder. Ja? Mhm. Haben wir auch mit kleinen angefangen, andere Seite. Mhm. Habe ich mitgemacht, andere Seite. Die Leuchten oben auf dem Dach fehlen uns und die kommen am Montag, ne? Ja. Heute haben wir Freitag. Wir haben jetzt im Prinzip hier den Grill auch umgebaut.
Viele haben geschrieben, macht im Grill wie der Ford Raptor. Nein, wenn, dann machen wir nicht gleich, sondern machen wir anders. Ne? Dass eine Wiedererkennung bei uns ist und nicht, dass irgendeiner sagt, da guck mal hier, das ist irgendwie Nachbau vom Raptor. Genau. Das muss original von Priorität sein. Was? Wann wird der fertig? Der wird auch Montag fertig, ja. Sollte Montag produziert werden, dann muss man das noch lackieren. Und ja, Montage ist eigentlich klick, 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 oben ein paar Schrauben, fertig. Also die Montage bei dem Ford Ranger, was schätzt du, Olli? Wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, denke ich mal, zu zweit, halben Tag. Ja, so, ja, 5 Stunden. Ja. So mit Vorbereiten, mit Reinigen. Ja, genau. Also ich würde wirklich auf 5 Stunden Arbeitszeit einsetzen und das ist natürlich sehr günstig. Ja. Normalerweise ist man bei so Whitebodies, wo man die Seitenteile rausschneiden kann, muss, ist das Riesenaufwand. Das ist eine Woche, zwei, locker. Ja. Arbeit versiegeln, schneiden, schweißen, das ist Riesenaufwand. Ne? Deswegen manchmal auch die Preise, die man hier irgendwo bei meinem Händler oder bei einem Tuner für einen Breitbau, ich sag mal im Bereich PKW oder Coupé, ja, oder Limousine Coupé, wollte ich sagen, ist viel, viel höher, ja, und deswegen sind auch Preise sehr, sehr, sehr hoch. Und weiter geht's. Ja, mit dem PDC ist das immer kompliziert, ja, weil hier hat man wirklich sehr, sehr, sehr wenig Platz. Hier kein Spaltmaß. Mit dem Fingernagel geht man einfach so in den Spaltmaß. Guck mal, okay. Das ist wirklich gut. Jetzt andrücken, da wo man Kleber aufgetragen hat. Aber solange das keinen Klick macht. Das untere, was so flach ist, das muss in die gleiche Richtung. Was? Ja? Ist ja, das so? Ja. Ohne zu gucken. Ist klar. Klick. Wenn das Klick macht, ist ein gutes Zeichen. Wenn man Doppelklick macht, ist das noch besseres Zeichen. Ja, der will irgendwie nicht rein. So, haben wir drinnen. Nochmal. Olli am Backen. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass die grau sind, nicht schwarz. Aber da hat auch graue Spiegel und graue Lufteinlässe. Also ein bisschen grau hat da. Das sind die Originalen. Schau mal. Das ist, boah, das ist ein Gewichtersparnis von 3 Tonnen. Ja, auch hier, natürlich hier oben die ganzen Halter. Hier wird das festgeschraubt, hier wird dran geklickst. Die restliche. Da können wir mal den Vergleich zeigen, dass es genauso aussieht wie auf dem Original. Naja. Moment, Kollege, Moment. Was ist hier anders? Gar nichts ist hier anders. Ne? Hier unten, schau mal, unten 2 Laschen, unten 2 Laschen. Ja, hier, PDCs, alles funktioniert. Aber das ist ja, ich weiß, man sieht das, ne? Hier. Und hier ist gar nichts, hier ist ja. Das ist so ein Vergleich wie ich und Olli. Olli ist immer dünn. Die Zeiten ändern sich auch, Olli. Glaub mir, ich war früher auch dünn. Ja, jetzt habe ich die PDCs vergessen, Kollege. Hier mit den PDCs muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Da kommen die einen ganz kleinen Stoß, so klick, sind die kaputt. Das ist der Rest der Stoßstange, das ist ein Plastikteil. Das haben wir mit Absicht nicht gemacht. Als Bodykit, weil hier tritt man schon gerne drauf. Wenn man drauf tritt, zerkratzt man sich die lackierte Fläche. Deswegen soll er so bleiben. Wir haben den nur einen Ticken schöner gemacht und natürlich breiter. Boah, ist das heiß heute, ne? Was los, Kollege? Läuft das? Alle laufen hier wie die Leichen durch die Gegend. Gut, bei 37 Grad. Wundert mich. Ich bin selber nur halb am Funktionieren. Scheiße, passt nicht. Mach was. Olli, so, passt nicht.
Klick hat er gemacht. Hat er gemacht. Ist einer von denen? D40. Da sieht er. Irgendwas streikt hier. Ne? So. Jetzt müssen wir es reinklicken. Das Video geht weiter. Wir haben auf dem Grill gewartet, bis der produziert worden ist, weil eigentlich wollten wir gar keinen Grill bauen, aber wir haben uns doch entschieden, den Grill umzubauen. Sieht etwas schöner aus, finde ich, als vorher. Also nicht schöner, sondern brutaler. Also große Lufteinlässe etc. Sieht gut aus. Der Olli macht noch hier schnell das Gitter rein hinten und fertig. Olli, ja. Wann bist du? Weißt du, man muss einfach, ne? Weißt du, was ich meine? Weißt du? Was? Weißt du? So. So, erster Grill. Schau mal. Schau mal auf schon. Im Prinzip war hier alles zu. Ne? Wir haben das so gemacht, dass das quasi ein riesen Lufteinlass ist. Aber da seht ihr am besten, dass das eingebaut ist. Am besten zu zweit. Das ist bei den Grills ja doof, wenn man hier, da ist so eine kleine Führung. Guck mal her, kannst du das gleich zeigen. Mhm. Hier sind so kleine Löcher. Ja? Und wir haben so ja, und jetzt gehen wir ein Stückchen weiter und wir haben hier so kleine Laschen, die da quasi rein müssen. Und das ist natürlich doof, wenn man alleine einbaut, ja, zerkratzt man sich die Stoßstange. Kann, ja, muss nicht, aber am besten so hinsetzen, die Führung hier. Warte, wo ist die Führung? Ja. Zack. Siehst du, wenn wir Eis bestellen, ne? Wir sind sehr umweltbewusst, ja, sogar die Plastikbecher von der Eisdiele nehmen wir mit, damit die so für Schrauben und so weiter, weil die gehen eh kaputt und ständig werden die irgendwie, keine Ahnung, verloren. Sogar die Hörnchen lassen wir nicht. Schöpfchen, was? Sogar die Hörnchen lassen wir nicht. Genau, ich bin der Schraubenmanager. Was hier, Sascha? Hier sind im Prinzip so Löcher. Ja, sogar hier ist eine Einkerbung, kannst du sehen, so ganz kleine, kann man sehen. Ja? Mhm. Und haben wir auch hier. Also wirklich alles wie ja. Original. Zack, zack, zack. Das nennt man Made in Germany. Jetzt machen wir das schon sauber und Sascha macht kaputt. Hier, Leute, ich möchte nicht meckern, weil bei welchem Video war es? Golf 2, dieses Katzentreppe. Habt ihr auch, ich habe irgendwas wegen Qualität gesagt, habt ihr, ich meckere keine, ich nenne auch keine Firmen. Ja. Nur, wir haben uns gedacht, ich finde die Dinge eigentlich nicht schlecht. Und ich habe gedacht, ach, weißt du was? Ich google, gibt es schon welche? Ja, gibt es schon welche. Sehen cool aus. Auf den ersten Blick in auf den Bildern. Und für 39 Euro habe ich gedacht, das kostet uns mehr, wenn wir das selber produzieren, als wenn wir 39 Euro ausgeben. Mit allen Schrauben, mit allem drum und dran. Wirklich eigentlich cooles Teil. Ja. Nur, wir haben einmal die Motorhaube zugemacht und die ganzen Halter sind schon weggebrochen. Ja, mit Licht. Wenn du die hoch machst, dann konnte man das sehen, wie ja? das absteht. Ja. Ja, genau. Guck mal hier. Problem ja, ist, genau. Die ganzen Halter, guck mal hier ein bisschen näher. Das ist alles weggebrochen schon. Zweite Geschichte ist, jetzt kann man das nicht so sehen, aber da, wo die ganzen Schrauben sitzen, sind hier wie so ein Spider-Man. Alles schon weggebrochen. Das ist ein ganz günstiges Plastik. Ganz, 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 ganz viele Pickel drin. Also da steht, stand, muss man nicht lackieren, spart man sich Lackierkosten etc. Aber ich bin der Meinung, man lackiert lieber für 100 Euro extra plus das Bauteil, bevor man sowas hat. Und das sind ja, schlecht zu erklären. Also keine gute Qualität. Ja, deswegen machen wir das Ding jetzt runter. Lass mich helfen, Olli. Viel Spinat. Ja. Ehrlich, guck mal, eine Front, egal was das ist, eine Front, das kann ich nicht. Wie soll das denn halten? Jetzt immer ohne Scheiß. Auch wenn nee. Egal, auf jeden Fall nicht meckern, sondern besser machen. So. Fette Limette, würde ich mal sagen. So, jetzt mal, weißt du was machen? Wir machen das erste Video. Erstes Video auch, wo wir fahren. Nicht fahren drinnen, sondern fahren draußen. Von außen.
Ja, wir machen Arbeitsverteilung. Ich mach Kaffee trinken. Ich gehe Kaffee trinken. Olli wäscht das Auto. Du lädst die Akkus auf. Alles klar. Machen wir Action.